Ich heiße Renate von Hössle, ich bin Künstlerin, Autorin, ein bisschen Journalistin, mal hier und da schreibe ich Artikel für Zeitungen, habe orientalische Kunstgeschichte, Indologie und klassische Archäologie auf Magister studiert, aber auch freie Kunst und Bildhauerei. Naja, die erste Situation, an die ich mich erinnern kann, wo meine Malerei im Mittelpunkt stand, war, als ich bei Freunden meiner Eltern ein Pferd an die Wand gemalt habe. Das war natürlich nicht äußerst ruhmreich. Ich habe immer weiter gemalt, so wie ich auch geschrieben habe. Und ja, hauptsächlich Pferde immer, weil Pferde für mich einfach Kraft und Eleganz bedeuten. Und ich ihre Bewegungen liebe, ihre Ausstrahlung. Sehr schön. Wenn ich male, bin ich wie aus der Welt gerissen. Dann gibt es keine Zeit mehr. Und dann sehe ich auch nicht, wie die Sonne sich am Himmel verschiebt. Was meine Ideen angeht, so lasse ich eigentlich die Farben selber erstmal entscheiden, was aus ihnen werden soll. Ich mag es ganz gerne, Farbe auf ein Bild zu gießen, etwas flüssiger, und dann zu sehen, wie es verläuft. Und dann kommt die Idee automatisch und dann mache ich etwas aus den Formen, die sich da auf dem Bild ergeben. So wie besonders bei dem hinter mir. Das ist zum Beispiel ein Bild, das so entstanden ist. Was die Farben angeht, so bin ich wie eine Elster. Ich mag sehr gerne Gold und Silber. Alles, was glänzt und blinkt, und das finde ich sehr schön. Alles, was farbenfroh ist. Ich mag nicht so gerne traurige Bilder malen. Ich liebe die Welt und genauso möchte ich sie auch darstellen. Als fröhlich, als etwas, was wirklich viel Energie versprüht. Jeder Ort, an dem ich male, hat andere Einflüsse auf mich. Sieht man sofort an den Bildern, wo ich es gemalt habe, ob es da langweilig war oder ob es dort ruhig war. Die Bilder, die ich in Deutschland gemalt habe, die sind eher so ein bisschen ruhiger, weil das soziale Leben da auch etwas ruhiger ist. Die Bilder, die ich in Ägypten gemalt habe, die sind wie so voller Energie. Die sind voller Energie. Und die Bilder, die ich in Indien gemalt habe, sind einfach nur grell. Wirklich grell, weil da die Sonne so grell ist, weil da alles so farblich überbordet. Also da mein Vater Diplomat war, bin ich in Kuwait geboren und in Algerien aufgewachsen. In Algerien ging ich auch zur Schule und dann sind wir nach Deutschland gezogen, wo ich auch studiert habe. Und während des Studiums habe ich dann mehrere Auslandsaufenthalte sowohl nach Indien als auch nach Ägypten unternommen. Die Künstlerkreise in Kairo, also in die ich reinschauen durfte, waren zum Teil Bildhauer, zum Teil Maler, aber auch sogenannte Intellektuelle, die also entweder Journalisten oder Schriftsteller. Es war ziemlich gemischt und wir saßen dann teilweise bis morgens um 4 im Café und haben diskutiert über Gott und die Welt, und es war sehr, sehr schön. Aber eine Schwierigkeit ist natürlich, dass man als Frau nur mit Frauen zu tun hat. Du kannst eigentlich nicht mit den Männern sprechen. Also mein Buch heißt Eine Nacht in Kairo. Das handelt von meinen Erfahrungen während meines Kairo-Aufenthaltes. In Deutschland ist mir diese Freiheit zu einem selbstverständlichen Gut geworden. Ich habe mich daran gewöhnt. Um zu bemerken, wie wertvoll dieses Gut in Wahrheit ist, dazu musste es mir kurz genommen werden.